Hallo und herzlich willkommen auf Durelda.de. Wir schauen uns nun eine Übung zur Integralrechnung an bezüglich der Berechnung eines Mittelwerts einer Funktion. Ihr wisst, die Funktion f von x gleich sinus x minus cosinus x, das ist die Funktion und wir wollen jetzt den Mittelwert bestimmen. Dazu gibt es die Formel. Man schreibt auch für den Mittelwert oft so ein μ hin. Die Formel heißt 1 durch b minus a Integral von a bis b f von x dx. Ja, das rührt daher, dass sich ja der Mittelwert auch dadurch bestimmen lässt, dass man versucht, ein Rechteck zu bestimmen, das genau auch die gleiche Höhe wie der Mittelwert hat und die gleiche Breite, also in dem Fall b minus a, wie das Intervall. Und dann ergibt sich dann, wenn man es umstellt, gerade 1 durch diese Breite mal den Mittelwert. So, b minus a ist in unserem Fall 2pi minus 0. Also 1 durch 2pi minus 0, das ist 2pi. Und jetzt bestimme ich das Integral von a bis b, also von 0 bis 2pi, von der Funktion. Also f von x minus, sinus x minus cosinus x. Dx. Hiervon können wir auch gleich die Stammfunktion bilden. Steht 1 durch 2pi. Naja, sinus x, davon die Stammfunktion, das ist minus cosinus x. Und von minus cosinus x, davon die Stammfunktion, das ist minus sinus x. In den Grenzen von 0 bis 2pi. Also steht da 1 durch 2pi. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Wenn wir jetzt hier aufgrund des Hauptsatzes der Integralrechnung einfach den oberen Wert und den unteren Wert einsetzen. 2pi setze ich hier ein, minus cosinus von 2pi. Nun, wir wissen, der Cosinus, der hat ja diese Form etwa. Er beginnt bei 1 in Anführungsstrichen. Das ist jetzt nicht schön gezeichnet. Aber er hat nach der Periode von 2pi exakt wieder den Wert 1 erreicht. Das heißt, minus Cosinus von 2pi, das heißt minus 1 minus Sinus von 2pi. Wir wissen, der Sinus hat dann genau eine um pi halbe verschobene Form, die nach 2pi gerade wieder den Wert 0 erreicht, das heißt minus 0. Und jetzt setze ich den Wert 0 ein hier, das heißt minus den unteren, minus Cosinus von 0. Cosinus von 0 ist wiederum 1, also minus minus 1. Und Sinus von 2pi ist auch, Sinus von 0 ist auch wiederum 0. Das heißt, auch hier setze ich dann minus 0 ein. Wenn ich das Ganze ausrechne, minus 1 minus minus 1, das ist minus 1 plus 1, das ergibt 0. Beziehungsweise 1 durch 2pi mal minus 1 plus 1. Das heißt, der Mittelwert der kompletten Funktion ist 0. Wenn wir uns das Schaubild dieser Funktion anschauen, sinus x minus cosinus x, wird es auch recht deutlich. Wir sehen, die Funktion beginnt bei minus 1 in Anführungsstrichen, macht dann eine aufsteigende Form bis etwa 2 und macht dann eben die gleiche absteigende Form wieder bis 2pi. Das heißt, wir haben die Fläche, die sich hier bildet, und die Fläche, die sich hier bildet, die ist gerade gleich groß wie die Fläche, die wir hier oben haben. Naja, und ein Vorfaktor mal 0, das bleibt 0. Schaut doch mal auf unserer Homepage www.durelda.de vorbei. Besucht uns bei Facebook. Dankeschön.